herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich war jetzt gerade einkaufen. Das Wetter ist auch echt extrem mies. Als ich ins Gym gefahren bin, da war das noch ganz okay. Und ich habe jetzt total Hunger. Aber später gehen wir noch ins Kino an der Uni. Und deswegen wollte ich später dann erstmal noch was Richtiges essen. Jetzt mache ich mir wahrscheinlich einfach nur einen Shake. Ich weiß, es ist irgendwie nicht, also nicht das Beste. Ja, ich trinke jetzt einen Shake und snack vielleicht einen Toast oder so. Und dann esse ich kurz bevor ich losgehe, esse ich dann nochmal richtig. Weil ich auch gar nicht weiß, wie das ist mit Snacks und so weiter da, aber kann gut sein, dass die safe was verkaufen und auch Getränke und so. Ich habe auch eher weniger Lust, momentan so viel Geld auszugeben, deswegen mache ich dann lieber was zu Hause zu essen. Ja, die Woche hat jetzt wieder gut gestartet mit Statistik am Montag. Und morgen früh habe ich dann Wirtschaftsrecht, am Mittwoch gar keine Vorlesung. Und am Donnerstag habe ich dann, morgen habe ich dann abends noch was von der Fachschaft. Genau, und dann am Donnerstag habe ich Vorlesungen und am Freitag habe ich Frühschicht, deswegen kann ich leider nicht zu einer Vorlesung gehen wieder. Obwohl ich es im letzten Vlog gesagt habe, dass ich sie nachholen werde. Aber ja, vermutlich doch nicht diesmal. Aber wie gesagt, das sind Vorlesungen, die lädt er hoch und die kann man echt super gut mit dem Skript und so weiter lernen. Also man braucht da nicht hingehen, weil er eigentlich alles nur stumpf runterrattert. Und also letztes Semester war es genauso bei ihm und ja, ich sehe mich irgendwie dann nicht so in der Vorlesung sitzen. Helena heute bei mir gepennt und wir sind heute mal früh pünktlich am Bus dran. Sie steht aber auch schon vorne und ja, ich habe sie nicht geschlafen, aber ich bin so müde. Aber ich muss jetzt auf jeden Fall einen Kaffee haben. Und Freunde, wir haben mittlerweile Donnerstag und ich mache mich jetzt gerade auf den Weg zur Uni, beziehungsweise ich muss jetzt noch ein Paket wegbringen und dann fahre ich direkt von da aus weiter zur Uni und esse mit einer Freundin in der Mensa. Ich habe auch noch gar nichts gefrühstückt, ich bin auch ziemlich spät aufgestanden, aber ich dachte, wenn wir eh so früh frühstücken oder Mittagessen eher gesagt, ich bin dann so gegen 10:45 in der Mensa und dann dachte ich, das lohnt sich nicht, dann hätte ich irgendwie voll früh aufstehen müssen, dann frühstücken müssen und dann halt nochmal Mittagessen und das lohnt sich nicht. Ich habe auch gerade noch gar nicht so krass Hunger, deswegen passt es eigentlich ganz gut. Und ja, ich mache mich dann jetzt einmal auf den Weg und dann sehe ich mal gleich, was es heute in der Mensa zu essen gibt. Manchmal haben die echt gute Sachen, aber voll oft auch einfach total, weiß ich nicht. Also ich bin davon meistens nicht satt, beziehungsweise nur für kurze Zeit und dann finde ich, lohnt sich das irgendwie auch wieder nicht, dann dafür das Geld auszugeben. Ich wollte auch, wie gesagt, jetzt mal wieder anfangen mit Meal Preppen und so, aber momentan habe ich irgendwie noch gar nicht die Zeit gehabt. Ich fliege jetzt auch Sonntag nach Stockholm mit meiner besten Freundin. Da freue ich mich auch echt extrem drauf. Und da werde ich euch auch natürlich mitnehmen. Falls ihr irgendwelche Tipps habt für Stockholm oder so, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und ja, ich will jetzt noch nicht zu viel reden, ich muss jetzt echt los. Jetzt bin ich noch im Bershka gelandet und ich will die ganze Zeit so komplett basic weiße Oberteile, aber ich finde einfach keine, die nicht wirklich durchsichtig sind. Ich hoffe wirklich, dass das jetzt mal irgendwie passt, aber ja, wir werden sehen. Ich habe mich jetzt auch schon seit ein paar Tagen nicht mehr gemeldet. Wir haben jetzt heute Samstag und man sieht schon, ich habe da ganz, ganz viele Sachen, weil ich nämlich morgen nach Stockholm fliege mit meiner besten Freundin. Und ich werde euch natürlich da auch wieder mitnehmen. Ich tue jetzt gleich noch Ofengemüse in den Ofen. Ja, werde danach meine ganzen Sachen packen. Ich habe das Gefühl, dieses Video wird nicht allzu lang. Deswegen werde ich mich gleich nochmal hinsetzen und noch ein bisschen mit euch quatschen. Und nochmal so ein bisschen was dazu erzählen, wie jetzt das neue Semester bei mir gestartet ist. Und
was ich alles so mit nach Stockholm nehme. Das sind zwei komplett unterschiedliche Sachen, aber dass ich ihr auf jeden Fall morgen was bekommt, weil ich das Video nämlich gleich auch noch zu Ende schneiden möchte, dachte ich, werde ich dann gleich einfach mal noch so ein bisschen erzählen. Und ja, für die, die es nicht interessiert, können natürlich gerne schon abschalten. Wird hier vielleicht noch ein bisschen längerer Talk sein. Und ja, dann würde ich sagen, bis gleich. Okay, das sind jetzt erstmal so alle Sachen, die ich so rausgelegt habe. Zwar habe ich da drei Pullis, vier Taschen, Socken, Unterwäsche kommt natürlich auch noch dazu. Dann eine Tasche, wenn wir einkaufen gehen, ein Regenschirm und dann eine Jeans und meine gestreifte chillige Hose. Und da kommt gleich noch meine Sporthose mit dazu. Dann habe ich hier meinen Schmuck drin, das ist so mein SOS-Kit. Dann meine Schminke, eine Bauchtasche mit den ganzen Sachen. Hier weiß ich noch nicht, welche Mütze ich nehmen soll und ich nehme einfach mal notfalls die mit. Dann habe ich noch ein weißes Langarm-Shirt, da kommen aber gleich noch zwei schwarze wahrscheinlich dazu oder ein schwarzes Langarm-Shirt und ein schwarzes T-Shirt. Meine Schlafsachen, ein Schal und zwei Tops und das ziehe ich morgen an, wenn ich zum Flughafen fahre. Genau, dann habe ich hier noch meinen Koffer, dann geht auf jeden Fall noch das Buch mit dazu und mein iPad. Und dann habe ich hier noch die restlichen Sachen. Das Dumme ist, ich habe total vergessen, so einen 1-Liter-Beutel von DM zu kaufen, deswegen weiß ich jetzt nicht, wo ich die reintun soll. Ich werde einfach morgen am Flughafen noch so eine Tüte kaufen. Und ich dachte mir, ich hole mal wieder so eine Einwegkamera von DM und dann können wir wieder ganz, ganz coole Fotos machen, weil das mache ich definitiv viel zu wenig. Und ich weiß auch gar nicht, weil ich das jetzt mal wirklich irgendwie Fotos ausgedruckt habe, weil ich habe auch noch ein Fotoalbum, wo ich noch Sachen aus Kanada immer noch ausdrucken muss und dann halt New York und LA und auf jeden Fall auch aus diesem Jahr. Aber irgendwie komme ich gar nicht dazu. Das ist ein bisschen traurig. Also ich hatte jetzt die letzten Wochen auch irgendwie viel zu viel zu tun, auch wegen Fachschaft und so. Und dann halt, ja, mit dem Studium. Ich muss aber sagen, dass ich meinen Stundenplan sehr, 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 sehr gerne mag, weil ich echt montags, dienstags nur eine Vorlesung habe, die aber halt 3 Stunden geht. Aber trotzdem, das war es eigentlich für den Tag. Mittwoch habe ich gar keine. Donnerstags auch nur 3 Stunden. Und freitags ist dann ein bisschen doof, weil die immer von 8.15 Uhr bis 15.15 Uhr gehen. Aber was soll's. So, das ist so ein Tag, der dann ein bisschen doof ist. Aber der Rest geht auf jeden Fall total klar. Was ich richtig cool finde. Das habe ich bestimmt auch schon 10.000 Mal wiederholt. Ich muss sagen, ich finde es sehr, sehr interessant und sehr, sehr cool, neue Leute kennenzulernen. Jetzt dadurch, dass halt wieder neue Erstlied-Leute da sind und ich halt auch in der Fachschaft bin, ich viel mehr den Kontakt zu denen auch habe, jetzt durch die ersten Events. Ich mag das so, so gerne und ich bin echt mit der Entscheidung, in die Fachschaft gegangen zu sein. Absolut zufrieden. Wirklich, ich bereue das gar nicht. Ich weiß nicht, wie ich gedacht hätte, wäre ich nicht reingegangen. Dann hätte ich vielleicht einfach ein bisschen mehr Freizeit gehabt. Aber ich finde es echt ziemlich positiv. Also ich kann mich wirklich nicht beschweren. Ja, meine Profs finde ich im zweiten Semester jetzt auch eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Einen habe ich auch noch aus dem letzten Semester. Da werde ich auch einfach nur Altklausuren lernen für die Klausur. Also ich werde auf jeden Fall nochmal sein Skript durchgehen und so weiter und die wichtigsten Punkte rausschreiben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er wieder eine Altklausur drin nimmt, was ich sehr, sehr befürworten würde, weil der eh jetzt also dann in 2 Semestern in Rente geht und das ist dann ziemlich entspannt. Also eigentlich habe ich gar nicht so viel zu erzählen zum Studienstart jetzt. Es ist wirklich wieder sehr schön, die ganzen Leute wieder zu sehen und wieder ein bisschen mehr zu machen und so weiter. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt auf die Prüfungsphase, wie die wird. Jetzt im Wintersemester ist die Vorlesungszeit auch viel, viel kürzer als im Sommersemester war. Wir haben ja auch total viele vorlesungsfreie Zeiten und Ferien und so weiter. Deswegen muss ich echt mal schauen, dass ich da ja, die Zeit ziemlich gut nutze. Und danach, die Semesterferien werden leider nur 1 Monat gehen, was mich echt irgendwie traurig macht. Aber ich glaube, ich werde aus diesem 1 Monat sehr, sehr viel rausholen. Ich habe jetzt auch bald Geburtstag. Da freue ich mich auch sehr drauf. Ich werde 21. Ich glaube, wenn es so ab so 25 aufwärts geht, dann werde ich mich schon ein bisschen komisch fühlen. Dann wird sich das bestimmt irgendwie nochmal ganz, ganz anders anfühlen. Aber ja, für meinen Geburtstag haben wir auch was ziemlich Cooles geplant. Da fahren wir nach Prag, eine Freundin und ich, also einen Tag vorher. Und dann wollten wir meinen Geburtstag reinfeiern und dann direkt noch in der Nacht wahrscheinlich wieder zurückfahren. Und dann brunchen gehen. Wird wahrscheinlich eher auf Brunch hinauslaufen als Frühstück. Und ja, dann den Tag ziemlich schön gestalten. Ich hoffe, dass der Tag dann auch sonnig wird. Wobei der November ist eher so schon Richtung Winterdepression. Was ich total schade finde, weil ich an meinem Geburtstag wirklich nie irgendwas Cooles machen kann. Deswegen, also die Sommerkinder beneide ich extrem. Vor allem auch meinen jüngsten Bruder, weil der hat im Mai Geburtstag. Und da könnte man eigentlich super, super coole Sachen machen. Ja, ich bin Novemberkind geworden, aber da werde ich auch versuchen, wirklich das Beste rauszuholen. So, das war es jetzt eigentlich auch schon mit dem Video. Ich hoffe wirklich, ist es lang genug geworden und für die, die jetzt noch bei meinem ganzen Gelaber hier dran geblieben sind, danke auf jeden Fall fürs Zuschauen und dann wünsche ich dir ab morgen einen schönen Start in die Woche, falls du das direkt schon am Sonntag schaust. Ansonsten noch einen ganz, ganz schönen Tag oder eine schöne Restwoche und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüssi!